Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin Zdeppi, begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass du wieder einschaltest zu einer weiteren Train-Simulator-Folge. Ein großes Dankeschön, ein wirklich großes Dankeschön an Just Trains, die uns heute das ganze Paket hier zur Verfügung gestellt haben, damit wir euch das hier Ganze zeigen dürfen. Und zwar handelt es sich hier um die Metro-Line plus den S7-Stock, den es ja auf Just Trains zu kaufen gibt. Das ganze Paket kostet um die 50 Euro. Ihr findet selbstverständlich den Link unten in der Videobeschreibung. Dort einfach mal vorbeischauen, da gibt es auch öfters mal einen Sale. Ja, da könnt ihr euch das zum Beispiel Ganze hier auch im Sale zum Beispiel kaufen. Es gibt aber noch mehr davon. Wir dachten uns jetzt erstmal, wir wollen uns das Ganze jetzt erstmal angucken, wollen euch zeigen, ja, was steckt hier so drin in diese 50 Euro, die ihr hier leider investieren müsst. Aber so im Großen und Ganzen muss ich schon mal sagen, der Zug, der ist absolut fantastisch, der ist super höchst modelliert. Also da muss man wirklich sagen, da kann sich so der ein oder andere eine Scheibe abschneiden von. Deswegen, wir springen mal ganz kurz mal rein. Wir sitzen jetzt hier in unserem Cab Drive drin und ja, ihr seht, ne, das sieht schon mal extravagant aus, schön aufgeräumt, schön detailliert halt alles hier auch so mit diese Patscheflecken hier, also auf den Monitoren hier. Wir können hier die Türen zum Beispiel hier öffnen. Wir haben hier natürlich das Rollo, was wir hier runter machen können. Ich glaube auch sogar, dass die Tür sich hier vorne irgendwie öffnen lässt. Sonst können wir auch hier natürlich die Tür hier an der Seite hier öffnen. Also das funktioniert hier alles. Und alles wirklich schön detailliert hier. Auch wenn wir im Fahrgastraum sitzen, wirkt das Ganze halt schon sehr, sehr hochmodern alles. Also ich selbst kenne sie natürlich nicht. Ich war halt noch nie wirklich in London und muss dazu sagen, ja, also wenn es diese U-Bahn da gibt, so, holla die Waldfee. Also das ist schon ein echt schickes Gerät, ne? Alles vollgeklatscht mit Werbung. Ja, und so detailliert, dass wir hier zum Beispiel das komplette Dings hier einfach lesen können. Da, ne? Metropolitan Line. Genau. Das, ich weiß gar nicht, was die Strecke kostet, aber 35 Euro, 30 Euro, dann müsst ihr da schon löhnen. Dann braucht ihr aber dazu noch das Rollmaterial dazu, also die U-Bahn hier. Und die kommt dann auch nochmal so um die, glaube ich, 15 oder 20 Euro. Wie gesagt, alles packe ich euch unten selbstverständlich in die Videobeschreibung mit rein. Deswegen auch ein großes Dankeschön an Just Trains für ja, das Vertrauen, ja, dass wir das Ganze hier hoffentlich doch gut zeigen hier alles. So, was können wir hier vorne machen? Wir haben natürlich hier unseren Führerstand. Dementsprechend haben wir natürlich schon die ersten Möglichkeiten, hier zum Beispiel schon die ersten Knöpfe zu drücken. Ne, wir können hier zum Beispiel auch die Tür wieder schließen und so weiter. Ist klar. Ihr könnt auch nur mit geschlossener Tür fahren. Die Türen dürfen nicht offen sein, dann fährt der Zug nicht. Nur so als kleine Anmerkung. Wir haben hier drüben die Tasten für die Passagiere nach links raus. Ja, die beiden Tasten hier oben steht ja oben da. Hier unten den blauen Button, wenn er leuchtet, ist zu. Also close ist zu. Wir haben hier das Radio-Control-Manage-Teil. Das funktioniert leider nicht, weil es keine Ansagen gibt. Also da könnt ihr die Lautstärke dementsprechend einstellen. Darunter bei Cap-Light haben wir die Möglichkeiten, hier dementsprechend halt einzustellen, ob das Licht nur auf der linken Seite an ist, nur auf der rechten Seite oder auf beiden Seiten. Ich mag es eigentlich eher, wenn es ein bisschen dunkler ist. Hier haben wir die Scheibenwischer, ne, off, slow und fast, ne. Also auch das funktioniert. Hier. Ja, funktioniert. Ja, also das ist beides dabei. Sonst haben wir hier noch Touchpaneele, die werden wir uns gleich angucken, sobald der Zug dann natürlich dann aufgerüstet ist. Und wichtig jetzt noch hier hinten, hier sehen wir auch nochmal so ein paar Tasten, die wir hier drücken können. Allerdings sind viele nicht von, viele haben halt keine Funktion hier. Ja, also deswegen nicht wundern. Erstmal fangen wir an, würde ich sagen, schalten auf Forward. Das ist heute nämlich erstmal das Erste, was wir jetzt machen wollen. Und ihr seht, ne, Licht ist jetzt aus. Jetzt können wir hier einstellen, links, rechts oder beides. Ne? Also so mag ich eigentlich schon relativ gut. Muss mir das Ganze uns so angucken. Hier oben haben wir jetzt nochmal den Operator-Login. Da können wir jetzt zum Beispiel die Linie eintippen. Und das haben wir jetzt gemacht. Ne? Einfach Confirm drücken. Wählt euch die Linie aus, wo ihr jetzt hinfahrt. Wir fahren zum Baker Street hier. Und das Ganze ist, glaube ich, die 217, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Metropolitan Line, Baker Street. Da geht es nämlich heute hin. Wir haben heute auch nur eine relativ kurze Fahrt, werden uns aber definitiv noch mehr angucken. Gehe ich mal stark davon aus, halten Sie in der Baker Street. Ha, wir gehen Sherlock Holmes besuchen. Großartig, ich liebe diesen Mann. Der ist, der ist super. Wichtig jetzt hier noch, ihr müsst hier eine Taste drücken. Ja, wenn ihr jetzt zum Beispiel so fahrt, passiert nichts. Ne? Das ist ein bisschen komisch. Wenn ihr jetzt Shift
drückt, also die E-Taste drückt und dann vorwärts, dann bewegt sich der Zug. Ja? Seht ihr das? Also E drücken, vorwärts, dann bewegt er sich. Wenn er loslässt, ja, dann ist er halt wieder auf dem Nullpunkt. Wenn ihr jetzt aber die Shift-E-Taste drückt, könnt ihr das Ganze deaktivieren und dementsprechend, ja. Bewegt ihr euch jetzt praktisch vorwärts. Das war ein Punkt, den musste man erstmal verstehen. Das Handbuch ist leider komplett in Englisch. Ja, gibt leider keine deutsche Übersetzung oder sowas. Das ist ein bisschen schade. Mittlerweile habt ihr auch die Möglichkeit, das ganze DLC auch auf Steam zu kaufen. Da gibt es allerdings eine andere Linie. Und da ist bitte Vorsicht, ja, ihr braucht für diese Linie und für diesen Zug, den ihr dabei separat kaufen müsst, noch eine extra Linie, sonst funktioniert das Ganze halt nicht. Also auch hier aufpassen, ja. So, ich hoffe, wir bekommen jetzt hier keinen Zwangsbremse, weil wenn wir jetzt eine Zwangsbremse bekommen, dann ist das halt so, dann kann ich das jetzt auch nicht ändern. Warte, wir müssen runterbremsen, 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 runterbremsen. Huh. Und keine Zwangsbremse bekommen. Ich glaube, das bedeutet hier irgendwas mit Rangierfahrt hier, dieser Modus hier, wo wir sind. Das ist jetzt kein Feueralarm hier bei mir zu Hause. Nee, das ist hier die Schranke hier, die hier so... die hier so laut ist. Das ist Wahnsinn. Aber es sieht unheimlich hübsch aus. Ich habe jetzt natürlich schon ein bisschen Zeit investiert damit. Ja, man muss ja auch ein bisschen reinkommen, um das Ganze halt auch ordentlich zu zeigen, vorstellen zu dürfen. Ja, da muss man natürlich auch mal so ein bisschen gucken, ja, dass das Ganze denn nicht ganz so also schlimm wird, sage ich mal. Nee, nicht dramatisch, schlimm. Und ja, das macht echt höllisch Spaß, damit rumzufahren. Leider ist mir aufgefallen, bei vielen Aufgaben, dass irgendwas nicht hinhaut. Manchmal habe ich das Gefühl, dass die Aufgaben tatsächlich teilweise nicht funktionieren. Weiß ich nicht, woran das liegt. Ich stand zum Beispiel bei der einen Aufgabe. Ich war eigentlich gut pünktlich unterwegs gewesen. Stand ich gefühlt 5 Minuten vorm roten Signal. Es passierte halt einfach nichts. Auch auf der Anfrage, ob ich das Signal überfahren darf, passierte nichts. Hier wäre so eine kleine Einleitung irgendwie, dass man irgendwas machen muss, bestimmtes. Ja? Wäre hier natürlich absolut sinnvoll. Es wäre großartig, wenn das da mit drin wäre, ne? Jetzt können wir mal ein bisschen durchstarten und können natürlich ein bisschen ranfahren. Ja, Phasis hat sich hier tatsächlich auch so ein bisschen die Karten zerlegt hier. Er hatte da anfangs auch seine Schwierigkeiten. Ich musste mir tatsächlich vorher ein Tutorial dazu angucken, weil ich das absolut nicht verstanden habe, wie das Ganze funktioniert. Deswegen habe ich es jetzt im Schnelldurchlauf jetzt mal auf Deutsch gemacht, weil deutsche Anleitung gibt es nicht. Die sind, Videos sind alle im Englisch. Ja, also falls da irgendwie Bedarf besteht, ja, dann könnt ihr gerne nochmal in die Kommentare posten, wenn ihr wissen wollt, wie das ganze Ding hier hundertprozentig funktioniert. Dann werde ich dazu gerne ein Video machen, habe ich kein Problem mit. So, öffnen wir mal kurz mal die Türen. Wir können jetzt nämlich eigentlich den Modus wechseln. Wenn wir jetzt erstmal das jetzt hier deaktivieren und wir schalten das Ganze jetzt in den Tripcock-Modus. Jetzt sehen wir schon, jetzt haben wir statt 20 Meilen jetzt auf einmal 60 Meilen drinne. Ja, das sollte jetzt dementsprechend funktionieren, hoffentlich. Daumen drücken. So, Türen sind geschlossen und wir können los. Ha, und es funktioniert tatsächlich. Wundervoll. So, in 5 Meilen sollen wir dann an der Baker Street ankommen. Jetzt können wir uns halt einfach mal in Ruhe mal das Ganze jetzt hier mal anschauen, wie das Ganze aussieht. Wie gesagt, wir werden dazu spätestens noch 1-2 Videos definitiv machen, wenn nicht sogar noch mehr, wenn mir das Ganze natürlich gut gefällt. Denn genau das sind diese DLCs, die mir in dem Train Simulator fehlen. Ja, U-Bahn, ja, großartig. Daumen nach oben dafür. Ja, so S-Bahn, das wartet ja auch noch so ein bisschen. Aber gute Fortschritte tatsächlich. Da kam wieder ein neuer Post raus mit dem Berlin S-Bahn-Addon. Aber das sind halt diese DLCs, die mir echt fehlen, ja. So U-Bahn halt, technisch irgendwie.
aktuell geschätzt, hier ein bisschen bergab zu gehen. Manchmal wieder diese sogenannten Laderuckler leider drin. Ja. Ist gut. Ach. Man muss sagen, vom Add-on her, die Performance ist richtig gut. Ja, das liegt wohl wieder scheinbar, weil es nicht mehr auf der SSD liegt oder sowas, keine Ahnung. Läuft eigentlich recht rund alles. Performance ist sehr gut. Erst der erste Spawn halt von dem Zug, da ist er dann so ein bisschen, will er nicht. Ja, aber sonst im Großen und Ganzen läuft die Performance eigentlich sehr, sehr gut hier. Was ruckelt der denn jetzt so viel? Keine Ahnung. Ich muss sagen, ich habe eine andere Strecke mit dem Zug getestet hier und da war die Performance echt gut. So bin ich jetzt gerade so ein bisschen perplex jetzt hier, warum das hier echt oft. Da muss man dazu sagen, ich nehme das noch auf. Also es wird langsam Zeit wahrscheinlich für einen zweiten Rechner. Wo der eine wirklich nur zum Zocken ist und der andere zum Aufnehmen. Spiele werden halt doch wohl anspruchsvoller. So, ich werde mal hier für euch hier, damit es nicht ganz so dunkel ist, die Beleuchtung mal anmachen. Und nach mich nervt das. Die Frage ist, das Signal ist für mich bestimmt. Oder nicht? Das ist jetzt eine gute Frage. Der hat hier nämlich seine eigenen Signale, aber der kann ja zum Beispiel auch von Zug von hier kommen, oder? Ja, ich traue es mich, oder? Würde ich sagen. Mehr als. Das Ding ist. Dass die gelbe Leuchte bei uns auf der Seite war und jetzt hier das rote in der Mitte steht. Ja, das ist zum Beispiel mal. Ne? Wie verhält sich das Ganze jetzt?
Ist das jetzt mein Signal oder ist das jetzt nicht mein Signal? Das vordere hier, was ja hier hinten stand, war gelb. Und jetzt steht das eine hier in der Mitte und das ist rot. Wir haben eine Genehmigung zum Überfahren des Haltzeichen und Signals bekommen. Wenn wir mal runterschalten, oder in dem Fall jetzt hier hochschalten, und werden vorsichtig. Weil ich jetzt halt nicht weiß, ob das jetzt unser Signal war, aber das ist schon wieder anders. Deswegen können wir jetzt hier auch durchpushen. Wie gesagt, das ist jetzt das Problem, ne? Andere Land, andere Sitten, andere Regeln. Oh, wir haben schon wieder eine Geschwindigkeitsüberschreitung. Ich verstehe leider diese heftigen Ruckeinlagen gerade nicht. Also. Sicher, sicher. Oh, genau. Emergency Brake. So, jetzt haben wir hier Fehler bekommen, weil wahrscheinlich wir Achso, warte mal, das müssen wir mal lösen. So, jetzt ist natürlich die Frage. Keine Ahnung, warum jetzt wieder, warum das Ganze jetzt, wahrscheinlich weil wir jetzt in Richtung Endbahnhof einfahren, aber ich habe jetzt nirgendwo ein Signal gesehen, wo ich jetzt hätte was anders machen müssen. Also das ist bei mir noch ein bisschen fremd hier alles. Ich probiere mal was. Nee, das war jetzt falsch. Der bremst ab, wenn ich jetzt in den anderen Modus gehe. Also ich gehe davon aus, das hat jetzt irgendwas damit zu tun, weil wir jetzt halt an der Endhaltestelle ankommen. Und da hier sowieso 20, 15, 10 ist. Das ist anders als wie mit dem PCB-System hier. Oder mit der LZB oder mit der SIFA zum Beispiel. Hast du alles, das hast du alles hier gar nicht, scheinbar. Das ist hier nicht enthalten. Jetzt war aber wirklich ein rotes Signal gewesen. Ist gerade überall rot. Ja, 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 ja.
Wir haben halt Genehmigung zum Überfahren des roten Signals. Genehmigung haben wir. Die beiden Monitore hier unten, das sind übrigens Kameras. Auf der linken Seite und auf der rechten Seite. Auch der Klang, ja, wenn so das Rollwerk so über die Weichen fährt, so da-da-da-dum-da-dum. Ja, das ist schon schön. Also an sich muss ich wirklich sagen, es ist ein schönes Add-on. Man muss sich halt tatsächlich echt reinfummeln, damit das Ganze nachher auch richtig sitzt. Also anders wie bei TBS Studios, dass du dann gefühlt einfach alles fahren kannst, ja, wenn du den World of Subway spielst. So einfach ist es dann hier doch nicht. Da musst du halt schon, doch schon ein bisschen mehr dran tüfteln, damit das Ganze natürlich auch passt. Schade, wie gesagt, dass es hier keine Ansagen gibt. Also das hätte ich mir natürlich doch noch gewünscht, wenn halt nicht die Originalen vielleicht dann irgendwie eine Möglichkeit, dass man sie zum Beispiel einsprechen lässt oder sowas, wäre halt auf jeden Fall da gewesen. Das ist für mich so ein bisschen verschenktes Potenzial, aber sonst wirklich ein wundervolles Add-on von Just Trains. Also das muss man ja hier wirklich mal festhalten. Der Zug fährt sich großartig, auch von dem ganzen optischen Netz, von der Strecke her, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das ist schon eine relativ geile Sache und ich freue mich natürlich, hier dementsprechend auch weiterfahren zu können. Ja, also von daher, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt es in die Kommentare und wie gesagt, Links findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich verabschiede mich, tschüss!